Und der Tom, bist du auch an der Ostsee angekommen? Ja, Freunde, gibt heute mal wieder einen Transport in die neue Wohnung. Auch als ausgebautes Wohnmobil haben wir hier drin so viel Platz. Naja, und dann nächste Woche abschließend wird unser Auto nochmal vollgeladen und ein Anhänger und dann dürften wir eigentlich alles haben. Freunde, wir haben ja gesagt, wir halten euch so ein bisschen auf dem Laufenden. Der Umzug läuft, es läuft alles nach Plan. Wie gesagt, das sind halt immer viele Kilometer und wir machen den Umzug selber. Geplant ist eigentlich, naja, jetzt haben wir Samstag, dass am Mittwoch die letzte Fuhre transportiert wird. Dann wird bis zum Ende des Monats die Wohnung noch ein bisschen renoviert und hergerichtet, alles sauber gemacht und dann nächste Woche, übernächste Woche, von jetzt aus gesehen, übernächste Woche dann übergeben. Und dann haben wir eigentlich nur noch unseren Garten, ne? Wir haben sie schon so ein bisschen offiziell gemacht, der liebe Steffen, der übernimmt ja die Gartenarbeit und kann dafür in unserem Garten natürlich viel mehr anbauen, als was er jetzt anbauen kann. Ne? Er hat ja mehr Platz und wir wissen, es macht ihm Freude und da ist der Garten erstmal in guten Händen. Aber wie es dann mit dem Garten in Görlitz weitergeht, das werden wir sehen. Ne? Aber wir gehen davon aus, dass er dann Ende des Jahres abgegeben wird. An wen? Vielleicht nimmt ihn ja der Steffen doch. Ja, ne? Das war ein kurzes Update. Wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen beschäftigt. Deswegen gibt es jetzt nicht diese großen, langen, ereignisreichen Videos. Nur ein paar Eindrücke von uns, dass ihr seht, dass bei uns alles gut ist. Und ja, an dieser Stelle liebe Grüße. Wir haben es jetzt früh um 6. Anna und Tommy schlafen noch. Und von den beiden natürlich auch liebe Grüße an euch. Bis bald. Подожди. Что? А потом. Сейчас открывай дверь. Ja, Freunde, im ganzen Umzugstress gibt es jetzt Samstagnachmittag einen kleinen Spaziergang. Es hat vorhin geregnet, aber jetzt haben wir ganz tolles Wetter. Es ist im Gegensatz zu Sachsen relativ warm, um die 12 Grad. Und es fühlt sich sehr mild an, gibt es gar nichts. Ja, Anna, hier ist es wärmer als in Sachsen. Wärmer?
weil die Ostsee, die hat jetzt schon eine gewisse Temperatur, die hält das dann hier konstanter als woanders. Es hat einen Wärmespeicher. Und da hinten ist schon die Ostsee. Muss erstmal Bilder schießen, aber wir wohnen jetzt hier. Da kann sie jeden Tag kann sie